lowly tarnished. Playing as a lord, I command thee. Na. Gehen wir noch zu Rannis Kammer, gucken, ob da was Neues ist. Dann gehen wir noch zu Seluvis und holen uns von dem Sternlicht. Boah, der Schatten da hat mich voll erschreckt. Mit den Sternlichtsplittern, die wir gesammelt haben, können wir dann nochmal upgraden eventuell. Wer redet da? Die Blight kämpfen. Oh nö. Blight, warum? Warum? Warum, Blight? Warum? Warum, Blight? Blight. Blight, bitte tu mir das nicht an. Ich mag dich über alles. So ein cooler Charakter. Warum? Warum? Warum willst du gegen mich kämpfen? Böse. Knapp, daneben ist auch vorbei. Einmal Dingens aufladen. Ich bin nochmal rollen, ich bin noch gerannt. Das tat weh. Das tat richtig weh. Königliches Großschwert, Bleitsrüstung, Bleitsstulpen. Tut weh. Königliches Großschwert. Ein Großschwert, verziert im Stil von Haus Karia, die bevorzugte Waffe von Blight, dem Halbwolf. Um dem Schicksal zu trotzen, mit dem er geboren wurde, schwor Blight, auf ewig nur Rani zu dienen. Kaum hatte er den Schwur geleistet, hüllte sich sein Schwert in eisige Magie. Wolfsangriff. Erfüllt das Großschwert mit Frost und macht dann ein Vorwärtssalto. Um es in den Boden zu rahmen, zieht es raus, um eine Kältewelle zu entfesseln. Oh, böse Schaden macht das. Wir gehen auf Magie irgendwann mit den beiden Waffen hier. Mit dem und mit dem. Bleitsrüstung. Die vielgetragene Rüstung von Blight, dem Halbwolf. Der Pelz dient als Mantel und schützt vor Kälte. Blight war Rannis Klinge, aber die Kälte machte ihm trotzdem zu schaffen. Die Fake-Maske. Headroll.
Blight. Ah, das ist so traurig. I hate it. Gehen wir nochmal in Rannis Kammer. Nicht Rannis Kammer, Rannis Turm. Sorry. Komm nicht nach oben. Also wirklich, Blight war einer der wenigen NPCs, die ich wirklich nicht töten wollte. Der einzige, der noch dazu gehört, ist eine Felilu. Eine Felilu ist auch eine sehr, sehr liebe. Warte mal, das Ding jetzt können wir mal kurz wegmachen. Yes, yes. Renners Turm waren wir schon. Gehen wir noch in den Turm von Seluvis nochmal gucken. So, echt krass, wie hier alles so langsam tot ist. Als wir das erste Mal hier waren, war es hier sehr belebt mit Rani und ihren ganzen Gefolgsleuten. Sind fast alle tot oder auf dem Weg dabei zu enden. Hallo, Seluvis. Na? Ich möchte nur das Ding haben. Danke. Und lass nochmal in Seluvis Puppenhaus gucken. Wo waren das nochmal? Schon wieder vergessen. Das direkt vor seiner Haustür? Das mit Blei tut, das tut echt weh. Es tut echt weh. Mr. Lewis, wo hattest du nochmal deine Puppenkammer? Hier? Mann. Oder hier. Hat sich aber auch nichts geändert. Okay, was haben wir noch? Schau, Händler, ist mir erstmal egal. Gucken wir nach dem Osten. Können wir wieder zu ihm hier gucken. Zu Gurang. Ich sage immer Kurang, aber er heißt Gurang. Wie sieht's aus? Willst du uns heute killen? Nee. Sollen wir mal probieren, wie das aussieht gegen den Gegner? Schönes Wetter gerade. Imitator-Trainer. Dann nehmen wir das. Das. Let's go. Den kriegen wir, der macht, der kriegt sehr viel Schaden. Vor allem von unserem Imitator. Ah, der macht aber auch viel Schaden. Sollen wir den machen? Zum Abschluss heute.
Pick-Rank will auch nicht gerade. Ist alles gut. Jupp, jupp, jupp. Okay. Autsch. Lass meinen Imitator mal ein bisschen was machen. Wenn wir für eine gute Gelegenheit suchen. War aber auch gerade sehr blöd da, ne? Ja, komm runter. Genau, Schrei. Out. Bin ausgewichen. Nein, ich wollte gerade holen. Wir hatten ihn fast. Dann haut er so eine ultra starke, fast One-Shot-Attacke raus, ey. Den kriegen wir, Mann, den kriegen wir. Müssen nur hoffen, dass er nicht so dumm rumbackt wie jetzt gerade wieder. Dann haben wir den. Schöner Angriff. Diese Attacke nur, ne? Okay. Ja, natürlich komme ich nicht an seinen Crit-Spot, weil er wieder buggt. Geil! Das macht Spaß.
Ja. Bullshit. Wir haben ihn zwar zum Tommeln gebracht, aber ne? Ich durfte halt seinen Critical Spot nicht hinten, weil er an oben an der Ranke gebackt hat. Cool. Einfach, sowas ist echt assi. Her? Oder willst du da oben weiter backen? Kommst du? Kommst du? Ah, er kommt. Ja, ich wollte gerade rollen, aber anscheinend war ich noch gestunt. Wie hast du mich da getroffen? Ausgewichen? Okay. Nice, sehr schön. Okay. Okay, okay. Ja. Kamera? Das ist dieses Spiel im Geist, Alter. Oh mein Gott, tiltet das. Cool, einfach cool. Nochmal. Trinken. Trinken. Ich hole mir kurz meine Tränen. Meine Runen, sorry. Klassiker. Oh, sorry. Bullshit. Ich treffe ihn, aber ich treffe ihn anscheinend nicht. Wann macht er mich? One-Shot?
Seit wann macht er mich One-Shot? Hallo? Gutes Spiel. Gutes Spiel. Einfach mal den Gegner eine random Chance geben, dich zu One-Shotten. Würde ich auch gerne haben gegen Bosse. Einfach nur eine, so eine 0,2% Chance haben, Bosse einfach zu One-Shotten. Finde ich auch cool. So, oder willst du buggen? Schöne Attacke. Autsch. Ja, bin ich gerollt gerade. Danke. Aber das macht Tatsachen mehr Schaden. Ja. Kommst du runter oder willst du wieder oben backen? Er will oben backen. Geil. Nice. Wir haben ihn. Wie viel? 88.000. Okay, ich glaube, den hätten wir später eher besiegen sollen. Gargoyle Schwarzschwert und Gargoyle Schwarzhelebarde. Das bronzene Großschwert eines tapferen Gargoyle repariert mit geschwärztem Leichenlipid. Verursacht Heiligschaden. Das Symbol aller, die Malekith der schwarzen Klinge dienen. Leichenlipid-Messer. Ein verlorenes Talent uralter Helden streckt das Schwert hoch, um die Macht des Leichenlipids freizusetzen und schleudert es als klingenförmiges Projektil vorwärts. Ja, ist eine gute Glaubenswaffe. Davon haben wir noch nicht so viele bekommen, deswegen ganz cool. Und nee. Wo haben wir die eigentlich her? Hier, auch eine Glaubenswaffe. Die bronzene Hellebarde eines tapferen Gargoyle repariert mit geschwärztem Leichenlipid. Wo ist auch Heiligscham? Das Symbol aller, die Malekith der schwarzen Klinge dienen. Und, okay, der hat nur Wirbelhieb als Talent. Oh, zusammen mit der goldenen Lilbade kann man da bestimmt coole Sachen mitmachen mit einem Dingensbild. Aber nice. Setzen wir uns mal ran. Stufenaufstieg. Okay, machen wir das erstmal auf 40 und machen Konditionen ein bisschen höher. Yes. 1450 Leben. Das kann weg, weil wir den Boss haben. So, dann sind wir erstmal so weit fertig, wie ich es haben wollte. Für heute. Nächstes Mal erkunden wir dann weiter hier in dem Gebiet oder oben. Was macht mehr Sinn? Ich würde, glaube ich, eher hier untersuchen. Obwohl, warte mal, wir hatten ja noch diese Dingensstücke. Dann gucken wir mal, wo wir da eher hingehen können. Festung Faroth.
Also hier irgendwo ist wahrscheinlich die andere Hälfte. Damit wir das da nehmen können, richtig? Genau, Vectors. Okay, also machen wir erst hier weiter irgendwo. Okay. Ich würde dann sagen, machen wir heute Schluss. Oh, wir haben auch schon wieder 4 Stunden fast gespielt. Bad, not bad. Viele kleine Sachen gemacht, viele große Sachen. Gefällt mir sehr gut. Bild wechseln wir nächstes Mal dann, wenn wir Dunkelschmiedesteine haben, um die Sachen mehr zu upgraden, würde ich sagen. Und ansonsten erkunden wir dann das östliche Gebiet dann nächstes Mal. Ich würde sagen, wir sehen uns dann am Sonntag wieder, 20 Uhr. Endlich wieder normale Zeiten. Jetzt ist mein Internet ja wieder gut. Ich würde sagen, wir sehen uns dann. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.